Es steht Krieg bevor. Der temerische König Foltest wurde ermordet. Der Mörder ist bis jetzt nicht bekannt. Doch wir sind ihm tief auf den Fersen. Und damit auch herzlich willkommen zu The Witcher, Assassins of Kings. Oder Hexer, eine elitäre, geheimnisvolle Kaste von Kriegsmönchen. In den Sagen der Leute haben sie magische Kräfte und übermenschliche Fähigkeiten. Man glaubt, dass sie gegen böse Geister kämpfen, gegen Monster und alle Formen dunkler Kräfte. Es könnte sein, dass Hexer Tieraugen haben, die sie auch in der Dunkelheit sehen lassen. Die somit ihre Chancen gegen Kreaturen in der Nacht oder unter der Erde erhöhen. Kobolde, Vampire, Ghule. Mit ihren Silberschwertern töten sie Gegner magischen Ursprungs, wie Erscheinungen, verfluchte Seelen und Striegen. Ihre Schwerter aus Meteoritenstahl ziehen sie gegen nicht-magische Bestien. Und gelegentlich gegen Menschen, die für geleistete Dienste die Bezahlung verweigern. Hexer kämpfen in Trance, durch Selbsthypnose oder den Konsum toxischer Substanzen. Sie fechten mit völliger Hemmungslosigkeit, fühlen keinen Schmerz, ignorieren auch schwere Wunden. Was die Mutmaßungen über ihre Fähigkeiten bestätigt. Zweifellos werden Hexer für üble Wesen gehalten, die das gemeine Volk schon durch einen Blick ins Unglück stürzen können. Als Protagonisten und Helden fanden die Hexer Eingang in die Sagen und Legenden der Nordlinge. Vor allem der Hexer Geralt von Riva, bekannt als der Weiße Wolf. Eine dieser Legenden soll nun erzählt werden. Kriege sind gute Gelegenheiten, um Freundschaften zu schließen. Doch Arjan Lavalette war zu beschäftigt damit, Mauern zu bauen, das Schwert zu schwingen. Und als er nicht mehr war, mussten die, die er geliebt hatte, sich zu jenen flüchten, die er gehasst hatte. Es ist nicht leicht auf dieser Welt, wenn man unglücklicherweise als Königsmörder gilt. Erst recht nicht für jemanden wie Geralt von Riva. Dieses Pech. Ich kenne den Hexer gut und weiß, dass ihm Könige, Höfe und Politik nicht die Bohne scheren. Sei es drum. Das Leben ist schließlich kein endloser Frühlingsritt. Bisweilen zwingt es uns dazu, uns mit Widerlingen wie Vernon Roche zu arrangieren. Nun, ich rechtfertige mich nicht. Denn ich hatte meine Gründe. Die Fahrt nach Flotsam über war der Hexer in Gespräche vertieft. Während das Wasser an die Planken schlug, erzählte Triss vom Kind der Überraschung und der zerstörerischen Liebe, die den Hexer mit der Zauberin Yennefer verband. Von seiner Lebensgeschichte, die man ihm genommen hatte. Ich langweile doch niemanden. Nein, man möge dies Werk nicht zur Seite legen. Um der außergewöhnlichen Persönlichkeit willen, die in Kürze ihren Auftritt hat. Unterm Galgen. 4 Monate zuvor, Grenze Temerien, Erdan. Thank you.
Steck die Waffe weg, Elf. Ich will mit dir reden. Verneig dich. Du stehst vor einem gekrönten Haupt. Das von dem erwähnt, durchlauchtigster Herr von Eddern, von Gottes Gnaden, Souverän des Pontertals und so weiter. Und du bist? Ein Freund der Anderlinge. Ich habe einen Vorschlag. Sprich, schnell und präzise. Die Krabbspinne taucht gleich wieder auf. Bis dahin hätte ich gern Klarheit. Du könntest diesem Haupt noch weitere hinzufügen. Gekrönte. Red weiter. Zuerst den von Foltest. Aber ich brauche Hilfe. Wenn in Eddin nur knapp entkommen. Zugang zu euren Verstecken. Karten von euren geheimen Pfaden wären nützlich. Und schließlich die Hilfe der Skoyatel. Gold will ich keins. Auch der Ruf eines Töters schert mich nicht. Warum willst du sie dann umbringen? Lange Geschichte. Den Schützling hat der Nicker erwischt. Zeit zu gehen. Sind wir uns einig, Elf? Gegenwart. Akt 1. Flotsa müsste da hinter der Landzunge sein. Gehen wir am Strand entlang. Gehen wir? Wer wir? Du und ich. Kundschaften. Ich komme mit. Besser nicht. Es könnte brenzlig werden. Wir wissen nicht, wie sie uns empfangen. Und deshalb lasse ich euch nicht allein losziehen. Irgendwer muss sich um euch kümmern. Was denn? Hat sie ihre Tage? Und da beginnt auch schon das Abenteuer in der Haut von Geralt von Riva. Hier bei Assassins of Kings. Diesmal auf der Suche nach dem wahren Mörder von Foltest, der ja nicht auch von uns getötet worden ist. Ich bin übrigens der Melek und werde gemeinsam mit euch den Assassinen jagen. Du wirst deinen Hexerarsch kaum trocken rüberbringen. Spring schon! Die Wildnis um Flotsam. Gehen! Na, das kann ja was werden. Gibt es Nachrichten von deinem mysteriösen Informanten? Der Hafen ist blockiert. Die Kaufleute sitzen hier zum Teil schon seit Wochen fest. Im Wald muss es doch Pfade geben. Im Wald herrscht Jorvet. Weißt du, wo wir sind? Im Wald? Wie witzig. Weißt du, wem dieser Wald gehört? Jorvet? Ich weiß mehr über das Pontertal, als du meinst. Auch dass Foltest dieses Land vor ein paar Jahren dem Event abgeknöpft hat. Du warst wohl dabei? Hört ihr das? Stinkt nach Elfen. Das... Vernon Roche, seit 4 Jahren Anführer der Temerischen Sondereinheit, Diener des Temerischen Königs, verantwortlich für die Befriedung des Mahakamfurlands, Elfenjäger, Mörder von Frauen und Kindern, zweifach ausgezeichnet für Mut auf dem Schlachtfeld. Jorvet, gewöhnlicher Hurensohn. Ich habe so lange auf diese Begegnung gewartet. Pläne geschmiedet, Fallen gestellt. Und da tauchst du mir nichts, dir nichts in meinem Wald auf. Du hast dem Mörder meines Königs geholfen. König oder Bettler, wo ist der Unterschied? Nur ein Däune weniger. Seit wann bedienen sich die Eichhörnchen gedungener Mörder? Ein Däune im Dienst der Skoyatel. Tief seid ihr gesunken. Gedungener Mörder, ja, so kann man ihn wohl nennen. Aber ganz gewiss nicht Däune. Hier geht es doch nicht um Rassenzugehörigkeit. Und ob das der Zankapfel ist,
Wir haben spitze Ohren, ihr runde. Wir sind langlebig, aber nur wenige. Ihr dagegen vermehrt euch massenhaft, doch glücklicherweise krepiert ihr schnell. Jeder will beweisen, dass gerade seine Ohren die richtige Form haben. Darum dieser Rassenkrieg. Deswegen bekriegen sich Menschen und Elfen seit über 4 Jahrhunderten. Wegen der Form ihrer Ohrmuscheln. Du bist einer dieser Greise in Jünglingsgestalt, die hinter gewählten Worten die Wahrheit zu verbergen versuchen. Die Wahrheit? Es geht nicht um Rassen oder Freiheit, nicht einmal um Rache. Ihr seid hier, weil es euch irgendein Einflussreicher befohlen hat, von dem ihr einfach benutzt werdet. Vielleicht trägt er eine Krone oder einen Zauberstab. Vielleicht herrscht er über eine Gilde. Sicher ist, dass ihn eure Freiheit und eure Angelegenheiten ebenso wenig scheren wie eure Ohren. So war es mit Nilfgaard und so ist es auch jetzt. Irre ich mich? Du irrst dich. Die Zeiten sind vorbei. Niemand benutzt mehr die Skoriatel. Wem willst du das verkaufen? Mir? Dir? Oder deinen Schützen im Gebüsch? Hör auf zu schwafeln! Stopp! Fuck. Das sollte sie aufhalten. Triss, bist du in Ordnung? Wie schön. Du hättest die Bogenschützen verzaubern sollen. Geralt, der Zauber wirkt noch. Geh nicht weg. Was ist los? Oh, keiner Backe. Mehr da, der noch Schmetterlinge herzaubern kann. Hauen wir ab. Zum Boot? Nein, auf der anderen Seite sind noch mehr. Wir müssen uns nach Flotsam durchschlagen. Shit. Du, der Frosch, lässt du wohl die Pfoten von meinem Hintern? Was dachtest du denn, wer es ist? Ich bin kein Sack Kartoffeln und kein verdammter Elite-Bruder. Ich bin eine Frau. Hab ich bemerkt. Ich kotz gleich. Immerhin sterbe ich mit der Hand auf einem heizenden Hintern. Nicht auf meinen. Ich halte den Zauber. Weiter, los! Nicht zu zappeln, ich muss mich konzentrieren. Bist du noch ganz? Ja, alles in Ordnung. Diese Hurensöhne. Was ist los? Ich sehe nur deine Stiefel. Wo ist diese beschissene Anlegestelle? Allmählich glaube ich, dass wir hier doch heil rauskommen. Triss, die Barriere wird schwächer. Triss? Schneller! Noch ein bisschen Magie. Nur noch ein kleines bisschen. Geralt, nun töte sie schon! Was meinst du, was ich hier gerade mache, mein Freund? Eichhörnchen, sie greifen an! Alarm! Eichhörnchen! Sie haben Magier dabei! Macht euch bereit! Ihr kennt euch? Oh ja. Aber davon weiß er nichts mehr. Darum konnte ich den Hexer auch überraschen, als ich Foltes tötete. Keine Sorge, Elf. Ich kenne Geralt. Besonders seine Schwäche. So viel Zauberei auf einmal kann einen kalt machen. Hast du das gesehen? Ja, der Königsmörder bei Jorvet. Seid ihr lebendig? Wer seid ihr? Ich bin ein Hexer. Ich bin Gewürzhändler. Emhyr Far Emrais. Ein Händler? Gewürzhändler. Aha. Und die? Guter Mann, wir sind gerade wundersam dem Tode entronnen. Sei so gut und sag uns, wo wir ausruhen können. Später erklären wir alles, was nötig ist. Also schön. Geht zum Marktplatz. Vielleicht kommt ihr gerade noch recht zur Exekution. Unruhestifter will man hängen.
Zwerge und einen Barden. Schenke und Bordell gibt's auch. Da könnt ihr euch erholen. Das dürfen wir nicht versäumen, gerade das Bordell nicht. Leb wohl. Harte Landung. Gewürzhändler. Neue Questphase. Und das soll wohl Flotsam sein. Das Dorf quasi oder auch Stadt. Und ein Level Up haben wir ebenso. Was ist das bitte für eine geile Atmosphäre? Ich hab's genau gesehen. Unglaublich, ja. Sie haben die hier verfolgt. Ein Überfall am helllichten Tag. Um es auch nochmal zu sagen, wir haben ja hier in diesem schönen Spiel nicht nur uns Geralt. Wir haben ganz schön viele Verbündete. Ihr habt ja gerade den Agenten Venon Rosh gesehen. Das ist der Typ, der Angehörige der temerischen Armee, kann man schon fast sagen. Der Agent von König Foltest, der uns eigentlich hilft, ein bisschen den Königsmörder zu suchen, der ja den König Foltest tatsächlich getötet hat. Und gerade in der Sequenz haben wir den ja wohl, glaube ich, gesehen. Der Assassine. Aber scheinbar weiß das Geralt noch nicht. Und hier ist ein Poster. Steht denn hier dran? Gesucht, tot oder lebendig. Der Elf Jorvid, Anführer einer Einheit der Skoyatel. Ja, und man muss ja auch sagen, Rassismus ist in diesem Spiel im hohen Maß sehr vorhanden. Das heißt, es wird hier nicht nur das Spiel, das Fantasy-Spiel The Witcher gezeigt, sondern natürlich auch ein wenig über die politische Lage hier im Spiel, als auch in echt generell, wie man bestimmte Dinge zu betrachten hat. Und ich denke, wir machen weiter bei einer nächsten Folge von The Witcher, hier in dieser schönen Atmosphäre. Und ich muss ja sagen, was für ein Game. Unglaublich, die Atmosphäre ist echt Hammer. Sei gegrüßt.